Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Detention. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und ich hatte da so ein paar Probleme mit dem Uhrenrätsel. Ich werde mir das Ganze jetzt auch nochmal anschauen. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass ich die Uhrzeiten richtig eingestellt habe. Also wir hatten einmal 14:30 oder aber 17:45, je nachdem. Und wir hatten auch eine 1 auf der anderen Uhr rechts. Und ich bin mir auch fast sicher, dass ich das richtig eingestellt habe. Ich möchte jetzt nur noch mal schauen, ob ich wirklich, ja, die Zeiger auf die richtige Minute gestellt habe. Weil das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass da irgendwie was nicht richtig ist. So, wenn wir den nochmal leicht... So, das ist jetzt genau 17:45 und das hier erkennt man ein bisschen schlechter. Ist aber im Endeffekt genau 1 Uhr. Okay, es tut sich aber nichts. Nein, 3 Uhren. Okay, keine von ihnen läuft. Aber es sieht so aus, als könnte ich die halt die Zeiger mit der Hand bedienen. Okay, wenn wir jetzt nochmal sagen... Moment. 14:30. Dann tut sich immer noch nichts. Das verstehe ich nicht. Also die 1 ist definitiv richtig. Da stand eine 1. Das ist definitiv richtig. Und das hier, ja, es sah halt aus wie 17:45 oder 14:30. 6 Uhr. Nein. 17:30. Nein. Es geht alles nicht. 17:45. Nein. 17:45. Was? Was? 17:45? Aber warum? Das war aber genau andersrum angezeigt. Oder war das... Nee, das war ja auch kein Spiegel, das war ja ein Bild. 17:45? Ja, okay. So. Aber uns fehlt hier noch das Glas oder so ein... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, die Unterwäsche der Mutter. Sagt sie noch was anderes zum Vater? An einem Tag kam der Vater nach Hause und hat, also betrunken nach Hause und hat die Tür irgendwie eingetreten. I couldn't stand seeing him on the ground all the time, so I went over to give him a hand. Hat sie ihm die Hand gegeben, besides another smell. Ein Geruch, oh, ein Geruch von Make-up oder wie? Also der Vater hatte auch noch was mit der anderen Frau. Ach, natürlich, deshalb, klar. Deshalb auch der Hinweis. Oh Leute, jetzt kapiere ich das. Nee, doch nicht. Also, deshalb aber der Hinweis auf diesen Privatdetektiv. Da haben wir ja die Werbung gefunden vom Privatdetektiv. Genau, das könnte jetzt Sinn ergeben, dass der Mann irgendwie eine Affäre hatte. Die Frage ist jetzt, mit wem? Eventuell sogar mit der Lehrerin. Hier können wir wieder nichts machen, ne? Mit der Miss Ying. Wenn ich mich an die letzte oder auch aber vorletzte Folge erinnere, als die beiden sich unterhalten haben im Klassenraum, als es um diesen Bücherclub ging, da hat sie doch gesagt, findest du nicht, dass Miss Ying oft mit dem Chang rumhängt, wo ich mich noch gefragt habe, hey, wer ist denn der Chang? Wo ich dachte, ist das dieser Instructor, aber heißt sie nicht mit Nachnamen Chang? Ich bin durcheinander. Ich bin durcheinander. So, wir brauchen aber irgendwas anderes. Ach, Moment. Hat sich jetzt nach wie vor das Problem hier, ne? Ah. Moment. Hier war das, ne? Hat sich jetzt vielleicht hier an dem Glas was getan? Hier ist noch alles beim Alten. Aber hier stand ein Glas rum. Das weiß ich noch, vor dem Bild. Tür. Okay. Oh. Oh, ist das schön. Das sieht echt schön aus. Kein Boot. Ich habe deine, wie heißt es? Flug? Mein Gott, Papierflieger. Mein Gott, Papierflugzeug. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht.
weil ich immer noch befürchtete, du hast Stress zu Hause. Ist das der Therapeut? Aber ich sehe, es war unbegründet. Wie die Weiße, was waren das noch? Narzissen, glaube ich, ne? Ich glaube, Narzissen. Beside I had a pound in a snow white, admiring your reflection. Being different from others can be... Ja, anders als die anderen zu sein, kann ein guter Weg im Leben sein. Aber ich denke, ich kann das Gefühl verstehen. Du hast gesagt, du möchtest mehr über... Uproad. Zeit... About my time uproad. Eben gucken, ob sich das jetzt aus dem Zusammenhang ergibt. All I can say right now is that my past is rather complicated. Wer ist er denn jetzt? Also seine Vergangenheit ist auch kompliziert. Unglücklicherweise sind viele schreckliche Dinge passiert. In diesem Land passiert. In der letzten, ja, Dekade. Glaub es mir oder nicht. Unsere Gesellschaft wasn't always like the post. Like this. Oppressive and cold. Vielleicht können wir ein bisschen auf dem Boulevard rumlaufen am Wochenende. Es gibt einige Dinge, die in den zensierten Büchern, Textbooks nicht genannt werden. Aber sie sind auf jeden Fall gut zu wissen. Ich habe das Gefühl, ich blicke überhaupt nichts mehr. Gar nichts. Okay, wir haben den Papierflieger. Alles klar. Ich habe echt das Gefühl, ich raff hier gar nichts mehr. Wer er jetzt war, wer ist, ich habe das Gefühl, alle sehen total gleich aus. Alles verwirrt mich mega. So, die Frage ist, das Licht können wir jetzt nicht anmachen, ne? Die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem Papierflieger? Haben wir irgendeine Stelle, wo wir den gebrauchen können? Oh, noch einer? Oh, Radio Station, 103,0. Oh, neuer Radiokanal. Okay. 103,0. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt so langsam aufs Ende des Spiels zu gehen. Ach, ist das... Das ist so ärgerlich. Das hat doch so gut funktioniert vorhin. Da. Oh Gott. Okay. Es ist immer noch ihr Zimmer. Das Schweini ist nicht mehr da. Der Schrank hängt an der Decke. Der Stuhl hängt an der Decke. Oh. Mhm. Oh, Moment, Moment, Moment. Jemand mit Hut. Alles klar. Jemand mit Hut, der in die andere Richtung läuft. Moment. Niemand. Alles klar? Niemand. Sie? Niemand. Und eine Tür. Okay, die Tür lässt sich nicht öffnen. Ein merkwürdiges Zitat steht an der Tür. Follow that shadow in the dark, then you will be closer to the truth. Okay, also wir müssen dem Schatten in der Dunkelheit folgen. Aber was genau? Was genau bedeutet das? Also wir müssen, klar, das wieder so hinbekommen, dass wir den Schatten sehen. Moment, also der läuft da weiter. Also, hier fängt es an, ne? Hier fängt es an. So, wir sehen ihn hier laufen. Was ist, wenn wir das Licht anmachen? Sehen wir weiterhin sie. Also, hier läuft er lang. Dann läuft er aber da zurück. Bedeutet das? Dem Schatten. Hier sehen wir ihn gar nicht mehr. Hier sehen wir sie. Da sehen wir... Alles klar, also wenn das Licht an ist, sieht sie immer sich selbst. So viel ist klar. Auch wenn es zerbrochene Spiegel sind. Okay, aber was genau bedeutet das, wenn er beim zweiten Spiegel schon zurückläuft? Dann nochmal eben ausmachen. So, da ist sie wieder. So. Er läuft... Moment. Er läuft immer in die entgegengesetzte Richtung. Hier aber nicht, ne? Hier läuft er mit uns.
Sag mir jetzt bitte nicht, dass das das nächste Rätsel ist, an dem ich hängen werde. Okay. Also, wenn das Licht aus ist, läuft er gemeinsam mit uns hierhin. Da sehen wir sie, logischerweise. Wenn ich ausmache, ist er wieder da und läuft aber in die entgegengesetzte Richtung. Das würde jetzt bedeuten, der muss an sein. Aber wir haben es ja gerade gesehen. Ah, da ist er. Alles klar. Läuft er hier weiter? Ja, er läuft hier weiter. Okay, da läuft er wieder zurück. Das bedeutet, da machen wir aus. Und hier läuft er wieder mit. Okay, war das gut? Ja. Okay, wo sind wir? Wo sind wir? Ist das immer noch Ihr Haus? Ich habe das gemalt, als ich klein war. Ja, es war die ganze Zeit versteckt, bis wir die Möbel herumrückten. Also ist es noch deren Haus, okay. Wäschekammer? Oder so? Würde ich jetzt sagen. Oh, Moment. Eine Münze. Eine Münze. Eine Münze. Okay. Für ein Haus. Moment, Moment, was ist das? Ein Theater? Eine Ecke vom Theaterticket? Theatersticket. Ach so, nee, nicht die Ecke, nicht Corner. Nicht die Ecke hier, ja, wo man Theatertickets kaufen kann. Schalter halt. Okay, die Tür ist noch zu. Ich hab Zeit. Alles klar. Münze, Papierflieger. Kann ich hier nicht den da reinlegen? Oder müssen wir für unser Ticket ganz einfach bezahlen. Es tut sich nichts. Wirklich nicht? Wirklich nicht? Ich hätte jetzt gehofft, dass wir einfach nur. Okay. Dass wir einfach nur bezahlen müssen. Das bringt es auch nicht. Was haben wir hier? Gar nichts, ne? Oder ist das noch. Nee, hier unten? Nee, das ist aber nichts. So, Papierflieger, das ergibt absolut gar keinen Sinn. Okay. Oder habe ich wieder eine Tür übersehen? Irgendwo hier? Nein. Wir würden auch hier rein theoretisch wieder zurückkommen. Ach, natürlich. Leute, wir müssen jetzt auch komplett zurück. Wow, jetzt wird es aber ein Hin und Her, oder? Ich denke, wir müssen auch komplett zurück, da wir zum Schweini-Schweini müssen und da die Münze reinpacken müssen. Ja, der Vater hat hier immer studiert, beziehungsweise gearbeitet oder wie auch immer. Service nice with a little bit of his own humor. Ja, der Vater war ja anscheinend früher auch ein ganz netter. Das hat sie auch schon in einer der letzten Folgen gesagt. So, Schweini, Schweini, wo warst du komplett? Du warst komplett im ersten Raum, ne? Beziehungsweise nein, im zweiten. Das muss dann irgendwo um die 90 rum gewesen sein. Das war es aber nicht, oder? Oder war es hier? Wir hatten. Nee, hier war das zerbrochene Schwein. Alles klar, dann doch noch weiter vorne. Ja, aber hier war doch der Anfangsraum. Ach so, nee, doch nicht. Der war dann noch weiter vorne. So, Schweini. Ich habe die Münze in das Schwein geworfen. Okay, hat hier aber nichts gebracht. Alles klar, das bedeutet, wir drehen jetzt einfach noch mal eine Station weiter. So, hier. Und gucken, was wir jetzt hier haben. Da ist jetzt das Ticket, Movie-Ticket. Ach, okay, alles klar. Ja, okay. Okay, also jetzt wieder zur 103. Moment, Moment. Nein, nicht zurück. Nein, nicht zurück. Da, 103. So. Dann bin ich gespannt, was wir da jetzt für einen Film sehen werden und wie
sich das Ganze hier aufklärt. Also ich glaube wirklich, ganz so lange wird es nicht mehr gehen. Ob wir es in dieser Folge durchschaffen, weiß ich. What? Was? Schweini, Schweinekopf. Alter, die aufgespießten Augen. Was ist mit diesem Spiel? Ja, schönen guten Tag und willkommen. Ich hoffe, dir gefällt der Film. Nein, ich glaube, er wird mir nicht gefallen. Okay. Können wir aufstehen? Ray? Ah. Die gute Ray war so ein bisschen in love, ne? Mit ihrem, ich will nichts Falsches sagen, mit dem Therapeuten von vorhin? Oder wer genau war das jetzt? So, was machen wir überhaupt damit? Das ist jetzt noch die Frage, ne? Wow, war das jetzt gerade cool, als plötzlich alles so bunt war? Shit. Das Zimmer des Vaters. Eine Notiz auf dem Boden. Was genau ist das? Search warrant issued by District Court with a list of public officials involved in the bad regime when I went home that day. Oh, wurde der Vater... Oh, okay. Wurde der Vater schon mitgenommen? Ich habe meine Mutter gefragt, was passiert ist, und sie antwortete leise. Vater hat sich die Hände schmutzig gemacht, aber er ist am Leben. Okay. Das zu hören, ja, es kam mir so vor, als hätte sie heimlich doch noch gelacht, also die Mutter. Okay. Okay, also die haben eine Liste herausgegeben mit allen Leuten, die irgendwie involviert sind. Vielleicht in irgendein, ja, weiß ich nicht, militärischer Verrat oder so. Klingt jetzt so, klingt so merkwürdig. Auf jeden Fall war der Vater involviert und wurde dann mitgenommen. Was ist hier? Assignment Book. Können wir da reinschauen? Nein. To enter. Ah! Counseling Office. Wo war das nochmal? Das war irgendwo im dritten Stock, ne? Meine ich. Bedeutet, wir müssen jetzt. Na komm schon. Wo war denn jetzt der Anfang? Hier. Wir müssen jetzt. Nein. Oder? Nee. Wir müssen jetzt komplett wieder. Ja. In das richtige Schulgebäude. Wo war denn jetzt? Ach, hier kamen wir raus. Alles klar. So. Ja, wir speichern auf jeden Fall mal. Und müssen jetzt... Theoretisch... Was war denn hier nochmal? Die Tür ist verschlossen. Aber... Also, wir haben den Anhänger. Wir haben den Papierflieger. Oder kam das nur aus dem Counseling Office? Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich meine, die Tür ist verschlossen. Da tut sich nichts. Moment. Papierflieger tut sich nichts. Ich war jetzt fest davon überzeugt, dass wir hier wieder richtig sind. Schweini? Können wir noch irgendwas mit dir machen? Nee, ne? Nein. Ich habe es auch schon so oft angeschaut. Aber ich finde es halt immer noch so mega niedlich. So. Wo muss ich jetzt bleiben? Wo muss ich jetzt hin? Ich meine, hier wird sich doch jetzt nichts getan haben. Ich komme doch hier jetzt nicht zurück. Da sind die Bilder. Wenn ich jetzt hier nochmal durchgehe, ist dann wieder alles... Oh. Sind wir
wirklich? Können wir das hier hinlegen? Okay. Es verwirrt mich. Es verwirrt mich wirklich. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte jetzt alle Radiostationen nochmal durchgehen. Ich glaube, das muss ich auch machen, denn sonst habe ich keine Ahnung. So, wir sind jetzt beim ersten, beziehungsweise im Endeffekt beim zweiten. So. Was haben wir hier? Da haben wir das, okay. Ach, ich könnte... Nee, in dem Zimmer war ja nichts. Da sind nur die Uhren. Und dieser Raum hier, der ist mir so suspekt. Ah. Aha. Wo bin ich? Ach, da bin ich. Gott. Mhm. Der Fisch, die Fischgräte. Mhm. Und Papierflieger. Schreibtisch und it have plenty of assignment papers. Wenn wir das einfach da hinlegen. Funktioniert das nicht? Moment. Aha. Also, sie war Miss Fang. The compelling process is near its end. I'm glad you are back on track. Okay, jetzt geht's von alleine weg. Jetzt kann ich nicht Timing anhalten. And hopefully you won't be needing me anymore soon. Okay. If there isn't anything else, you should return to class now. Okay, I still have plenty of assignments to look at. Okay, also sie war ein wenig verknallt in ihren Lehrer, würde ich mal so sagen. Selling Records. Okay, okay. Können wir... Ne, können wir uns nicht anschauen. No matter what's been written on, there's only farewell. Okay. Ja. Dann muss ich jetzt wohl zurück zum Klassenraum, oder wie? Also, sie hatte... Ja, aber... Moment. Wir sind ja immer noch nicht in der richtig realen Welt. Ich gehe jetzt noch mal kurz hier hin. Ja, hier mal eben durch. Vielleicht hat sich hier doch was getan. Also, unabhängig von der Sache in der Schule, hatte sie... Oder hatten die Eltern Probleme. Also der Vater hat die Frau irgendwie betrogen, kam dann betrunken nach Hause. Keine Ahnung, ob er sie vielleicht auch geschlagen hat oder weiß man nicht. Und ja, höchstwahrscheinlich hatte sie... Dadurch auch psychische Probleme. Ich meine, gerade dieses Schwarz-Weiße, was wir gesehen haben, und dann diese roten, ja, ich sag mal, diese roten Striche im Hintergrund, vielleicht hat sie sich selbst verletzt oder so.